Es gibt Spiele, die brauchen sie kaum, bei anderen Spielen ist nichts wichtiger. Eine gute Story. Und nachdem wir die besten Shooter, Strategiespiele und Grafikbomben schon in Videos zusammengefasst haben, widmen wir uns dieses Mal den Spielen, die uns mit ihren zauberhaften Geschichten in den Bann ziehen wollen. Es folgen die interessantesten und vielversprechendsten Storygames 2023. Dieses Video wird präsentiert von SpongeBob Schwammkopf – The Cosmic Shake. Nach dem Remake von Battle for Bikini Bottom liefern die Entwickler von Purple Lamp jetzt einen komplett neuen 3D-Plattformer und schicken euch sogar in unterschiedliche Wunschwelten. Dieses Mal verschlägt es SpongeBob, Patrick, Sandy und Co. unter anderem in die Steinzeit, den Wilden Westen und nach Halloween – Rock Bottom. Schalte über 40 Kostüme frei und nutze SpongeBobs neue Fähigkeiten wie den Karate-Kick und den Angelhakenschwung. SpongeBob The Cosmic Shake ist jetzt erhältlich für PC, PS4, Xbox One und Switch. Das malerisch hübsche Adventure Season A Letter to the Future schickt uns in eine sterbende Welt. Mit Fahrrad und Kamera bewaffnet sammeln wir Erinnerungen, bevor eine Katastrophe alles zerstört. Und vielleicht finden wir sogar heraus, warum unsere Ära bald zu Ende gehen muss und wie es danach weitergeht. Auch die bisherigen Trailer versprechen eine wundervoll melancholische, aber trotzdem hoffnungsvolle Story, in der wir Bilder knipsen, Musik aufnehmen, Leute treffen oder einfach mal den zirpenden Grillen im Sonnenuntergang lauschen. Wie die Kolleginnen von GamePro kritisieren, ist das Gameplay allerdings ziemlich seicht. Es ist ein sehr langsames Spiel, das sich stellenweise gar nicht wie ein Spiel anfühlt. Aber die Story, die auch Themen wie Tod, Verlust und Loslassen anspricht, ist stimmungsvoll, berührend und poetisch. Wer The Last of Us bisher verpasst hat, darf sich des Neides einiger Spielerinnen und Spieler sicher sein. Denn man hat nur einmal die Chance, diese großartige Story zum ersten Mal zu erleben. Und nie war das Spiel so schön wie jetzt. Das Remake macht nämlich grafisch deutlich mehr her als das 10 Jahre alte Original und nutzt außerdem eine moderne Engine. Die Story um Joel, Ellie und die Pilzapokalypse bleibt natürlich gleich. 20 Jahre nach dem Ausbruch einer Seuche hat sich die Menschheit an die widrigen Umstände mehr oder weniger gut angepasst und lebt hinter hohen Mauern. Aber hier herrschen Korruption, Militärrecht und bürgerkriegsähnliche Zustände. Das Mädchen Ellie könnte der Schlüssel zu einer besseren Zukunft sein, wenn der verbitterte Joel es schafft, sie lebend zu den Firefly-Rebellen zu bringen. Wer es nicht bis zum Release abwarten kann, schaut am besten die Packen der HBO-Serie zum Spiel. Der ehemalige Padawan Cal Kestis kämpft nach wie vor ums Überleben in einer weit, weit entfernten Galaxie, die vom Imperium beherrscht wird. Jedi Survivor ist die Fortsetzung von Jedi Fallen Order und knüpft an dessen Geschichte an. Entsprechend gibt's ein Wiedersehen mit Cal und seinem kleinen Droidenkumpel BD-1. Zur Story selbst ist noch nicht viel bekannt, außer dass sie 5 Jahre nach dem Vorgänger spielt und dass der Großinquisitor auftauchen wird. Da Jedi Survivor ungefähr zur gleichen Zeit wie die Serie Kenobi spielt, könnte es sogar ein Treffen mit Obi-Wan geben. Statt einer vorgefertigten Story lässt uns Norland selbst epische Geschichten schreiben. Crusader Kings 3 trifft Rimworld, könnte man sagen. Wir führen unsere Familie durchs Mittelalter, kümmern uns um die Stadt und ihre Bewohner und verheddern uns höchstwahrscheinlich in blutige Adelsintrigen. Jedes Familienmitglied hat besondere Eigenschaften und Motivationen, aus denen dynamische Geschichten entstehen. Zum Beispiel fühlt sich der krankhaft eifersüchtige Adelsspross vielleicht von seiner treuen Ehefrau betrogen, während der lokale Priester aus Versehen einen Volksaufstand auslöst. Sherlock ist wieder da. Der Meisterdetektiv unternimmt eine Zeitreise, um 2023 wieder auf unseren Computern aufzutauchen. Sherlock Holmes – The Awakened ist nicht komplett neu, sondern ein Remake des Adventures von 2007, in dem sich Sherlock und John waschechtem Lovecraft-Horror stellen. Damit gehören die hakeligen Steuerungen und die teils schwer verständlichen Rätsel hoffentlich der Vergangenheit an. Mordermittlungen führen das berühmte Duo durch Europa und die Vereinigten Staaten immer auf der Spur eines rätselhaften Wesens, das scheinbar direkt dem Cthulhu-Mythos entsprungen ist. Diesmal bekommt sogar Sherlock richtig Angst. Seit 2 Jahren ist Kapitel 1 von Baldur's Gate 3 im Early Access spielbar. 2023 erscheint endlich die Vollversion. Das Rollenspiel lockt mit jeder Menge spielerischer Freiheit, vom Character-Editor bis zu den Entscheidungen, mit denen wir die Geschichte beeinflussen. 100 Jahre nach Baldur's Gate 2 greifen die tentakelbärtigen Illithiden an und pflanzen unserer Spielfigur einen Wurm ins Gehirn. Den wollen wir natürlich wieder loswerden, also schließen wir uns nach bester D&D-Manier mit anderen Befallenen zu einer Heldengruppe zusammen und stürzen uns in Quests. Schon die Vorabversion bietet massenhaft Inhalt, spannende Dialoge und charmante Begleiter.
Wie viele Bezüge es zu den beiden Vorgängern gibt, ist noch nicht bekannt, aber immerhin haben sich Bo und Minsk schon im Trailer blicken lassen. The Expanse wurde als TV-Serie weltberühmt und überaus erfolgreich. Bald erleben wir die turbulente Vorgeschichte von Raumschiff-Captain Carina Drummer als Telltale-Adventure. Wir müssen in ihrer Rolle einen blutigen Aufstand in den Griff bekommen. Wie die Serie pflegt auch das Spiel einen gewissen Grad an Sci-Fi-Realismus. Zum Beispiel ist die fehlende Schwerkraft im Weltraum öfters Hindernis als Hilfe. Obwohl Telltale diesmal nur als Publisher dabei ist, soll es spielerisch wieder klassisch zugehen. Erkundung und Quicktime-Events wechseln sich mit Dialogen ab, in denen wir schwerwiegende Entscheidungen treffen. Die sollen sich drastisch auf das Ende auswirken. Entwickelt wird das Adventure von Deck 9, die unter anderem das großartige Life is Strange True Colors erschaffen haben. Kundige Sci-Fi-Fans haben von The Invincible wahrscheinlich zumindest schon mal gehört. Das Spiel basiert auf dem gleichnamigen Roman von Stanislav Lem und orientiert sich beim Setting und auch der Story durchaus daran. Allerdings wird es ausdrücklich keine 1:1-Umsetzung des Buchs. Als Astrobiologin Jasna suchen wir eine verschwundene Raumschiff-Crew auf einem gefährlichen Wüstenplaneten. Dabei treffen wir bald auf Roboter, die uns nicht alle freundlich gesonnen sind. Die Geschichte läuft recht linear ab, ab und zu sollen wir die Freiheit haben, selbstständig zu erkunden. Die komplette Story lässt sich an einem Wochenende durchspielen, perfekt also für alle, die keine 50 Stunden und mehr in ein riesiges RPG stecken wollen. Oxenfree 2 – Lost Signals spielt 5 Jahre nach der gruselig spannenden Geschichte von Oxenfree. Wir kehren in der Rolle der jungen Frau Riley in ihre Heimatstadt zurück, weil dort Seltsames vor sich geht. Technik versagt, geisterhafte Erscheinungen tauchen auf und möglicherweise ist was mit dem Raum-Zeit-Kontinuum kaputt. Man muss den Vorgänger nicht gespielt haben, um die Story zu verstehen. Aber wer auf gut erzählte Geschichten mit knackigen Entscheidungen steht, sollte Oxenfree auf jeden Fall nachholen. Viel Action wartet dort zwar nicht, dafür aber prickelnde Gruselstimmung ohne Blutgesplatter. Wer Disco Elysium und die alten Fallouts liebt, sollte sich Broken Roads ganz weit oben auf die Wunschliste setzen. Das Rollenspiel setzt ebenfalls auf eine emotionale Story voller Moralfragen, handgezeichnete Grafik, ISO-Perspektive und viele Dialoge. Aber es hat auch einige eigene Ideen im Gepäck, etwa ein Rundenkampfsystem und den Moralkompass unseres Charakters, der unsere Skills bestimmt. Auch das Setting ist ziemlich ungewöhnlich. Wir erkunden das postapokalyptische Australien. Ja, es soll Kängurus geben, während wir mit einem Konvoi durch die Wüste ziehen. Nach einer Release-Verschiebung haben die Entwickler jede Menge zusätzliche Features eingebaut. Zum Beispiel können sich die Figuren jetzt frei bewegen. Vorher waren sie an ein festes Muster auf der Map gebunden. Für Telltale-Fans könnte 2023 ein doppelt spannendes Jahr werden. Neben The Expanse soll nämlich auch The Wolf Among Us 2 erscheinen und die Geschichte um den großen bösen Wolf weiterspinnen. Wie schon Teil 1 basiert das Adventure auf den Fable-Comics, die klassische Märchen neu und sehr, sehr düster interpretieren. Es findet allerdings in einer Parallelwelt statt, die Story stimmt also nicht mit der aus den Comics überein. Fabelwesen leben versteckt in New York City und kämpfen mit Drogenproblemen und Gewalt. Mittendrin steckt Sheriff Bigby, vormals besagter böser Wolf. Gemeinsam mit Schneewittchen klärt er eine Mordserie auf. Worum es im zweiten Teil genau geht, wissen wir noch nicht. Der erste Trailer gibt kaum Hinweise, außer darauf, dass Bigby mit seiner unterdrückten Wut und seiner wahren Gestalt zu kämpfen hat. Evolutus, das auf Steam inzwischen Evolutus Duality heißt, wird ein storyfokussierter Ausflug nach Neo Hongkong. Das Cyberpunk-Adventure will dabei spannende Geschichten mit komplexen Kämpfen kombinieren, in denen wir Gegner hacken, ihnen volle Pfund aufs Maul hauen oder mit unserem Hoverboard ausmanövrieren. Der Look orientiert sich an klassischen Anime der 80er. Es erwarten uns also neonleuchtende 2D-Grafik mit relativ realistischen Animationen. Wir spielen 3 grundverschiedene Figuren, deren düstere Storys miteinander verwoben sein sollen. An sich kein eigenes Spiel, aber ein großes Story-Add-on, auf das Fans schon lange warten. Cyberpunk 2077 Phantom Liberty schürt mit den bisherigen Infos Hoffnungen. Es wird wohl die einzige große Erweiterung für das Rollenspiel bleiben, bringt dafür aber neue Gebiete und mysteriöse Charaktere mit. Wir spielen erneut als V und Johnny Silverhand hängt ebenfalls wieder in unserem Kopf ab. Der Trailer gibt uns schon jede Menge Hinweise auf neue Features. So scheinen die Mantisklingen einen neuen brutalen Finisher zu haben. Wie schießt vom Beifahrersitz aus dem fahrenden Auto heraus? Kurz erhaschen wir einen Blick auf einen Militech-Kampfanzug, der verdächtig nach den mächtigen Cyberskeletten aus der Netflix-Serie Edgerunners aussieht und mehr. Räumen wir den Wolf im Raum gleich aus dem Weg.
Ob Dragon Age Dreadwolf wirklich 2023 erscheint, steht noch in den Sternen. Bisher wissen wir zwar schon jede Menge über das Setting, aber es gibt noch keinen richtigen Trailer, geschweige denn Gameplay aus dem nächsten BioWare-Rollenspiel. Aber die Hoffnung stirbt zuletzt. Die Story spielt nach den Ereignissen von Inquisition, diesmal wieder mit neuen Helden. Unser Gegenspieler, der Schreckenswolf, ist unser ehemaliger Verbündeter Solas, der sich als elfischer Gott entpuppt hat. Was genau er plant, verrät uns wohl erst das Spiel selbst. Aber es klingt mal wieder nach schlechten Nachrichten für Tedas. Riot ist gerade fleißig dabei, das League of Legends-Universum zu erweitern. Sei es mit der erfolgreichen Netflix-Serie Arcane, dem umfangreichen Rollenspiel Ruined King oder eben dem kommenden Adventure Song of Nunu – A League of Legends Story. Darin erfahren wir, wie sich der junge Nunu mit dem Yeti Willump angefreundet hat. Beide leben in Freljord, dem frostigen Norden der Welt Runeterra, und erleben zusammen Abenteuer im Eis. Aus Freljord stammen auch viele andere aus LoL bekannte Champions, etwa Ashe oder Braum. Bisher haben wir noch nicht viel von diesem Gebiet gesehen, aber die offizielle Lore gibt mehr als genug tolle Geschichten her. Irgendwann 2023 erscheint das traurige Story-Adventure Under the Waves, das uns in die kalte Tiefe der Nordsee entführt. Als Berufstaucher Stan tauchen wir alleine durch das Meer, bestaunen Tiere und Schiffswracks, während wir ein fürchterliches Erlebnis verarbeiten. Dabei entscheiden wir, ob sein Leben dort im Dunkeln endet oder ob er den Weg zurück an die Oberfläche findet. Im wörtlichen und metaphorischen Sinne. Quantic Dream ist hier als Publisher an Bord. Das Studio kennen wir von Storybrocken wie Heavy Rain oder Detroit Become Human. Prim wirkt wie ein Mix aus Pratchetts Scheibenwelt und Tim Burtons Zeichenstil. Wir spielen in dem handgezeichneten Adventure die Tochter des grummeligen Todes. Sie glaubt, dass sie in die Welt der Menschen reisen und dort einem Jungen helfen muss, aber Papa Tod hat dagegen Einwände. Beide müssen lernen, aufeinander zu vertrauen. Leichter gesagt als getan, wenn die Pubertät zuschlägt. Seit 2021 ist eine Demo bei Steam spielbar. Der finale Release soll dann irgendwann 2023 stattfinden und insgesamt 6 bis 8 Stunden Spielzeit bieten. Prim stammt von einem deutschen Entwickler und bekommt entsprechend auch eine deutsche Sprachausgabe. Das waren nun einige der unserer Meinung nach vielversprechendsten Stories, die uns 2023 erwarten. Was ist eure Meinung und findet ihr, ein ganz wichtiges Spiel fehlt in unserer Liste? Schreibt es uns in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal.